Hallo zusammen, hier ist wieder Schlaer und ich bin hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir bei den Kyrianern uns erspielen können. Und zwar habe ich mir meinen Twink geschnappt, da ein bisschen die Kampagne weitergespielt. Und wir wollen uns heute das upgradete Mount anschauen. Ich sitze nämlich hier schon auf der Phalanx des Mutes. Und die hatte ich ja euch schon im Video gezeigt. Die haben wir relativ am Anfang der Kyrianer-Kampagne bekommen. Heute soll es aber um das zweite Mount gehen, und zwar ewiger Phalanx des Mutes. Und das müsste die bisschen schickere, abgegradete Version sein. Und die haben wir nicht ganz am Ende, also nicht bei dem 9. Unterpunkt der Packkampagne bekommen, sondern schon beim 7. Bei den anderen Packkampagnen, also in Maldraxxus und in Revendrest, habe ich ja mit den anderen Chars immer beim letzten Unterpunkt das zweite Mount gekriegt. Hier kriegen wir es tatsächlich schon beim 7. Unterpunkt, und den könnt ihr schon starten, ich meine mit Renown 17, also relativ früh müsst ihr mit euren Twinks gar nicht so weit hochballern. Am Ende gibt es tatsächlich dann nicht noch einen Mount. Ich habe mir gedacht, oh, vielleicht gibt es hier drei Mounts. Nein, hier gibt es halt das Endmount schon ein bisschen früher. Das lernen wir jetzt einmal und schauen uns das jetzt mal an. Phalanx hier, da haben wir jetzt hier das normale, was wir gerade hatten, und hier ist die upgradete Version mit diesen Flügeln dran, ein bisschen geilerer Rüstung, macht natürlich noch ein bisschen mehr her. Und so wie ich es bis jetzt gelesen habe, kann das Ding leider auch nicht fliegen, was ein bisschen schade ist. Aber ein sehr, sehr cooles Mount. Was mir aufgefallen ist, die Beine sind hier ein bisschen strange, seitlich abstehend. Also man sitzt so ein bisschen komisch auf dem Mount drauf. Nichtsdestotrotz sieht es doch relativ nice aus. Und man muss theoretisch nicht die komplette Packkampagne durchspielen. Ich habe es natürlich dennoch getan, um einfach zu gucken, ob es da noch einen Mount gibt. Aber nein, müsst ihr in dem Fall nicht. Ja, das war es eigentlich soweit schon. Wir würden jetzt noch hier einmal den Special Move machen. Ah, okay, das ist so ein bisschen nach vorne springen. Das ist ja bei den ganzen Mounts das Mount Special. Sieht eigentlich ganz cool aus an sich. Und ja, damit sind wir eigentlich durch. Ich werde jetzt noch die anderen Pack-Kampagnen fertig spielen und dann zeige ich euch, was wir bei den anderen Pack noch an Mounts kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.